Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Breath of the Wild. Beim letzten Mal haben wir Baruta betreten und jetzt gehen wir weiter. Und ich bin runtergefallen. Und habe ein bisschen mit den Rüsselstufen gespielt. Diesmal bewegt sich ja ein bisschen langsamer. Was wir gar nicht mal so gerne wollen. Wir wollen es ja so schnell wie möglich haben. Denn wir haben ja unser Stasis-Modul. Stasis-Modul hat ja nicht so viel Zeit. Und guck dir mal den Mond da hinten an. Ja, wenn wir halt zu lange warten, dann ist blöd. Okay, das hat nicht geklappt. Wir dann noch länger warten, oder ich muss noch einen Reaktorkern farmen. Ich würde die zwar jetzt nicht so gerne, aber wäre auf jeden Fall keine Schwierigkeit. Müsste halt ein bisschen warten. So. Denn wenn die Kugel sich einmal so ein bisschen runter bewegt, dann ist schon Sense. Und wenn die Kugel, wenn Sense ist, dann kann ich auch nichts machen. So, an sich müssen wir, glaube ich, hier etwa die Kugel abfangen. So spät wie möglich. Aber nicht zu spät. Und das Ding war schon zu. Ja. Was heißt hier etwa? Es darf sich nicht bewegen. Mit der Stasis ist zu kurz. Ab hier. Schon rein und sind wir jetzt hier drin gefangen? Ja. Aber wir können es aufmachen, auch gut. Habe ich gar nicht dran gedacht. Nur reinkommen. Zwei Kontrollsiegel übrig. Nur noch ein bisschen. Die Frage ist jetzt, wohin? Und das Ding ist jetzt immer offen, ja. Das Ding ist jetzt immer offen. Also, ja klar. Die Frage, wohin ist es, ist beantwortet. Ja. So, das war, glaube ich, hier, ne? Exactly. Perfekt. Da kommen wir jetzt auch hoch. Oh, guck mal. Mit Truhe sogar. Komm, beeil dich. Gibt's einen Kompass? Also so eine Art Kompass sehe ich hier die ganzen Sachen? Falls ja, dann ist noch im Kopf eine Truhe. Ne, das ist nur ein Kontrollsiegel im Kopf. Und natürlich an seinem Rüssel, das wusste ich ja schon. Entweder haben wir alle Truhen oder die sind tatsächlich nicht aufdeckbar, oder? Es gibt halt tatsächlich so eine Art Kompass. Ich hab schon ein paar Kombos. Au! Ein paar Kombos herausgefunden. Das wäre jetzt eine. Oh, ein Wächterspeer!
Das ist ja cool. Moment, die kleinen Wächter habe ich ja noch gar nicht fotografiert, ich pfeife. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich da nicht, dass ich es mir da nicht versau. Oh, ich habe ja noch Platz. Wie ist ja eins kaputt gegangen? Wächterlanze. Von Nano-Wächtern verwendete Lanze. Nicht schlecht, aber jetzt darf ich bloß nicht vergessen, den nächsten Wächter zu fotografieren. Ich bin mir ziemlich sicher, das kann ich versauen dann. Sonst. Was ist hier? Fängt ein Blutmond an oder warum leuchtet das jetzt noch stärker? Naja, es ist schon 5 Uhr. Blutmond wäre schon. Ein Rückweg. Und hier? Jetzt kommen wir auf jeden Fall schneller hoch. Oh Gott, hoffentlich kommt da noch einer. Und ich hoffe, das sind keine verschiedenen. Ich denke, die Waffen benutzen und die keine Waffen benutzen, sind egal. Ja, aber spätestens im nächsten Dingens wird es schon passen. Mit. Na. Mit Truhe dazu. Das ist ja schick. Oh, nur eine antike Achse. Wobei ich ja die Befürchtung habe, dass wir da nicht dran rumklettern können. Genau. Wir können da nicht dran rumklettern und hochkommen nur. Indem wir auf den Kopf steigen und von dort dann runterfliegen. Ups. Die Frage ist, wie kommen wir in den Kopf? Ich würde aber erstmal sagen, wir steigen so hoch wie möglich, also hier aufs Podest. Und lassen den mal hochfahren. Das ist ein wenig zu hoch, aber komm. Wir können dann ja schauen. Ab welchem Höhe gerade wir runterfallen würden. Der ist jetzt bei dem hier. Nicht schlecht, auf jeden Fall zu weit. Ja, das ist eigentlich schon so eine Art Maximumhöhe. Danach steigt der Rüssel nur über den Kopf hinweg. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier runter. Steigen wieder hoch und dann machen wir das wieder auf die 4. Ja, geht. Learning by doing. Wo ist denn eigentlich der Kopfeingang? Da oben. Ja, ich hätte besser darauf achten sollen. Können wir mal was mampfen? Immer 3, immer wie viel Luft da noch ist.
Okay, das war doof. Das war blöd. Gibt's denn noch welche Wege? Wir müssen halt irgendwo in den Kopf rein. Das heißt wahrscheinlich über den Rücken, ne? Vielleicht geht's ja noch leichter. So zum Beispiel. So, wenn wir da oben sind, dann... Nee, das ist zu weit. Das ist viel zu weit. Ah, knapp. Knapp! Die Markierung ist ja nicht ohne Grund da. Vielleicht haben wir dadurch ja mal einen kleinen Hint. Ein bisschen rumprobieren, ne? Eine Präventivlösung gibt's ja nicht. Na, rutschen wir? Nee, noch rutschen wir nicht. Aber wir kommen auf jeden Fall jetzt auf den Kopf drauf. Fein. Und auch in den Kopf rein. Alles klar. Ja, das ist ja easy, das Feuer auszukriegen. Dann müssen wir nur das Wasser da reinleiten. Und dafür machen wir jetzt wahrscheinlich den Kopf auf. Was ist doof von hier? Ist ja extra ein Punkt für. So. Genau. Achso. Feuer aus. Perfekt. So. Kontrollsiegel. Dann hast du es geschafft. Ja, da müssen wir mal wieder auf den Kopf rauf. Ah, guck mal, hier ist noch eine Truhe. Ritterhellebarde. Ritterhellebarde. Ich frage mich, ob ein 13er, also 13 für eine Ritterwaffe, ob die dann wirklich so stark ist. Na, guck mal, die kann ich sogar magnetisch bewegen. Aber war ja klar. Eigentlich war es ja dann klar. So. Wächterlanze. Je mehr Range, desto weniger stark. Außer bei zwei Händern, weil die immobil sind. Und langsam. Welche Waffe hat die denn ausgerüstet? Ja, ein Ritterschwert. So, jetzt müssen wir aber nochmal wieder auf den Kopf. Denn vom Kopf müssen wir einfach den Rüssel wieder ganz runter machen. Dann haben wir auch den letzten Kontrollpunkt. Dafür müssen wir also erstmal... So runter.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ein bisschen zu eng. Mist. Das soll den hauen. Na, seht ihr, war doch gar nicht mal so schwer. Beim zweiten Mal ist es eh leichter. So. Kopf ist auf, aber das ist egal. Rüssel runter. So. Ja, das war zu fix. Vorsichtig, da können wir jetzt ja stehen. Perfekt. Was ist denn noch was? Noch eine Truhe? Nein. So, nicht zu weit. Sagt er und machte zu weit. Und damit haben wir den letzten Kontrollpunkt. Du hast alle Kontrollsiege gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit aktivieren. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du hin. Aber bleib wachsam. Ja. Das werde ich natürlich. Kann ich dich wegmachen? Ich kann dich wegmachen. Hier ist nix. Aber auf der anderen Seite ist eine Truhe, verdammt. Na, da komme ich ran. Komm ich nicht. Mist. Falsche Seite. Okay. Das ist nicht schlimm. 3 müsste es gewesen, ne, 2 war's. Hier holen wir uns noch die Truhe. Ah, Mist. Mist. Ja.
Es war zu früh. Ich will die Truhe noch haben. Will ich. Da kommst du noch hoch, komm. Mensch. So. Okay, so schwer war das mit dem Dach nun wirklich nicht mehr. So. Können es da nicht immer noch jederzeit regnen lassen, theoretisch? Ich hoffe, das war die letzte Truhe. Ich habe keine mehr übersehen. Aber falls doch, dann gehe ich einfach rein und suche neue. Ich kann euch das danach nochmal berichten. Eispfeiler, schick. Sieht auf jeden Fall danach aus. Das hier alles. Ja, abgesucht wurde. Genau, jetzt in die Richtung. Heiliger Zitanenbaruta. Großer Wasserfluch. Ich hab Angst. Sei vorsichtig. Ganon hat dieses Monster geschickt. Vor 100 Jahren hat es mich. Aber du. Du kannst es schaffen. Ich weiß, du wirst siegen. Ich habe irgendwie meine Zweifel daran. Du bist ausgerüstet. Achte auf seine Lanze, damit hat er eine hohe Reichweite. You don't say. Okay, weh tut sie gar nicht mal so krass. Ich mache mir noch Sorgen um das gute Foto. Oh. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Schauen wir mal ins Handbuch, was uns das Ding zu sagen hat. Das hat der Teil von Ganon, der von Titan-Router angriff. Der den Titan-Router angriff. So. Mit seiner riesigen Lanze und der Kraft des Eises tötete er Mipha, eine der Recken. Hm. Nicht viel zur Information. Kraft des Eises. Ich habe leider keine Eisresistenz mitgenommen. Aber na gut. Rüsten wir dich aus mit denen.
relativ schnell. Wie viel ist denn der Unterschied? Nicht groß. Au. Ich muss aufpassen. Ich wollte schon wieder Judon Say sagen. Ich bin gemein. Ein fieser Map. Okay, das erste, was man bei einem großen Boss machen muss, ist den Gegner lesen. Ich ziehe auch gleich mal eine Maxi-Gemüse rein. Ist den Gegner lesen. Das sollte ich vielleicht erstmal machen. Hey, wir sehen mich an. So, wo weiter. Ein Strahlenangriff. Strahlenangriff wieder. An sich bist du gar nicht mal so schwer. Ja. Ich sollten wir. Okay, jetzt destabilisiert er sich. Dematerialisiert er sich. Alter Knopf, ich bin schon wieder mit Dingens gerannt mit X. Ich muss ein bisschen aller Monster Hunter angehen. Großes Vieh ist etwas leichter zu lesen und ist auch recht langsam. Okay, die erste Phase ist scheinbar rum. Jetzt wird er stärker. Jetzt kommen die Eisangriffe. Ich hätte natürlich auch Kryo-Zeug zum Blocken nehmen können, aber... Jetzt ist nicht mehr viel Platz zum Ausweichen. Na, ich verstehe. Au. Nein. Sei vorsichtig. Ich dich halt ab. Dematerialisiert. Na komm. So. Ja, die Motion-Steuerung, die wird mir mittlerweile echt. Das ist das Gegenteil von zuwider. Genehm. Das ist zwar nicht das komplette Gegenteil, aber. Ist auf jeden Fall ganz nett. Ja, dafür sind die Kryo-Dinger auch gut da. Habe ich aber schon mal als Tipp gelesen. Oh Gott. Das ist die Gelegenheit. Und... Besiegt!
Jetzt Container. Damit. Ah, schön. Ein wertvoller Gegenstand, der ja noch Prüfung Herzen gibt. Ja, ich würde sagen, machen wir das nochmal eben. Und dann ist auch schon die Folge wieder zu Ende. Ich nehme mal kurz mein Fazit. Für den ersten Dungeon. Einfach. Aber ich hoffe, die anderen werden schwerer, denn das wäre mir ein bisschen zu einfach. Ah ja. Aber das ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau, ne? Wenn du die Steuereinheit aktivierst, kannst du diesen Titan nicht mehr betreten. Aktivierung dennoch vorsetzen, abbrechen. Woher weiß ich denn, ob ich dich jetzt vollständig habe? Huh. Ich denke, so schlimm wird es nicht sein. Das war jetzt Absicht. So. Danke, Link. Du hast meine Seele befreit. Und Router zurückerobert. Aber unsere Unbeschwertheit von damals, diese Zeit ist vorbei. Ich habe keinen Körper mehr. Das heißt, meine Heilkraft ist nutzlos geworden. Ich brauche sie nicht mehr. Aber dir könnte sie hilfreich sein. Meine Gabe. Mifas Gebet. Diese ganze Zeit hatte ich mich meinem Elend hingegeben. Als ruhelose Seele war ich hier eingeschlossen und dachte, ich müsste alle Ewigkeit ganz einsam hier verbringen. Aber dann kamst du und hast mich gerettet. Ich bin froh, dass ich dich noch einmal sehe. Und von nun an wird meine Kraft dich auf deinem Weg begleiten. Deshalb kann ich jetzt endlich Frieden finden. Ich sollte mich aufmachen. Ruta und ich müssen unsere letzte Pflicht erfüllen. Wir müssen dich beschützen, wenn du in Schloss Hyrule gegen Ganon antrittst. Diesmal werden wir es schaffen. Link! Bitte hilf ihr! Bitte! Rette die Prinzessin! Mit deiner Kraft können wir Link noch einmal zur Seite stehen.
Du musst ihm helfen, wenn er in Schloss Hyrule gegen die Verheerung Ganon kämpft. Greife Ganon an und nimm ihm seine Kraft. Schwäche ihn, so sehr du kannst. Das ist alles. Mehr können wir nicht mehr für Link tun. Das wird unser letzter Auftritt. Wenn Ganon versiegelt wird, kehrt der Frieden zurück nach Hyrule. Das war's dann für uns beide. Dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. Ob es meinem Vater wohl gut geht? Ich war keine sehr gute Tochter. Ich habe ihm immer Sorgen bereitet. Ich hätte ihn noch einmal sehen können. Mifas Gebet enthält die heilende Macht Mifas gegen die Herzen aus, wirst du automatisch mit allen Herzen wiederbelebt, sogar über das Maximum hinaus. Einmal und dann nicht wieder? Oder einmal und dann hat es einen Cooldown? Ich hoffe Cooldown, denn wenn es weg ist, wäre ich echt traurig. Puh. Ja, Leute, das müssen wir erstmal sacken lassen. Sowohl ihr als auch ich. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich. Bis dahin, euer Bajim. Bis dann. Ciao.